Beste Stimmung garantiert und Rebecca Wilke ist für uns vor Ort. Schallt denn irgendwo auch schon You'll Never Walk Alone durch die Luft? Ja, warte mal, Olli, ich höre gerade mal. Nee, leider kann ich noch nichts hören, aber das liegt vermutlich auch daran, dass zwei Sonderzüge ausgefallen sind, die Liverpooler hierher bringen sollten. Und ja, von daher kommen die wahrscheinlich erst nach 7 an, aber ich denke, das Stadion wird trotzdem voll. Und ich habe gerade noch einen ganz besonderen Fan getroffen, und zwar ist das der Markus Schulze, der ist Blindenreporter in Hoffenheim und kommentiert dort die Spiele für blinde und sehbehinderte Fans live gleich bei dem Spiel. Ja, Markus, wie ist bei Ihnen die Anspannung, wie ist die Stimmung, wie geht's Ihnen? Also Vorfreude ist riesig, das Kribbeln wird auch immer größer, hat heute Morgen so seinen Höhepunkt erreicht. Ich bin aufgestanden und das Erste, was ich gemacht habe, war einfach die Champions-League-Hymne hören. Ich habe es voll aufgedreht und Hühnerpelle am ganzen Körper gehabt. Und wenn ich überlege, in 2 Stunden höre ich das hier in der Arena live. Also das wird schon sehr, sehr emotional. Ja, wenn das mal keine Stimmung ist, die Markus transportiert, oder Olli? Ja, absolut. Wir drücken natürlich auch irgendwo aus regionaler Sicht natürlich den Hoffenheimern mit die Daumen. Wie hat man sich denn in der Region auch darauf vorbereitet? Ja, richtig gut hat man sich vorbereitet. Also ich war heute Mittag schon in der Stadt unterwegs, in Sinsheim. Da waren diverse Stände aufgebaut. Also überall konnten die Fans essen und trinken kaufen. Und man konnte sogar Schals kaufen. Und mein Kameramann gibt mir gerade mal meine, den ich erworben habe. Hier ist das Prachtstück Liverpool und Hoffenheim. Ich halte mich ja neutral als Reporterin, auch wenn ich natürlich den Hoffenheimern dann doch ein bisschen mehr die Daumen drücke. Aber die Sinsheimer sind richtig gut aufgestellt. Also 50-50 dort bei dem Fanschal. Wahrscheinlich ist die Favoritenrolle dann eher 60-40 verteilt, davon gehe ich mal aus, oder? Ja, doch, definitiv. Also die Liverpool-Fans sind natürlich überzeugt, rufen die Reds, klar. Die Hoffenheimer etwas verhaltener, wobei sie hoffen natürlich auch, dass zu Hause wenigstens was geht. Nächste Woche wird es ja viel schwerer dann an der Anfield Road. Aber also bei mir ist auch so 60-40, wenn ich realistisch bin, für Liverpool heute die Chance. Mal sehen, was es dann am Abend gibt. Erstmal herzlichen Dank, Rebecca Wilke.